So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Jekams Womo TV. Worum geht's heute? Heute will ich euch mal einladen in ein wahres Naturparadies. Naturparadies, was ganz besonders ist, denn es ist von Menschenhand hergestellt worden. Also nicht hergestellt, sondern errichtet worden. Wovon rede ich natürlich? Von der wunderschönen Lausitz. Wir sind mal an einem Wochenende da runter nach Senftenberg, da haben wir uns das ganze Ding, na, ich möchte nicht sagen angeguckt, denn wir waren ja schon öfter da, aber wir haben zum ersten Mal einen Stellplatz besucht, den wir vorher noch nie besucht haben. Corona macht es eben möglich, denn wir sind vorher immer auf Campingplätze gefahren und waren immer auf dem Campingplatz Comfort Camping, der da ganz in der Nähe ist, der natürlich, und das war uns von vornherein klar, ausgebucht war. Darum sind wir ausgewichen mal auf den Wohnmobilstellplatz Buchwalde. Diesen Stellplatz und die wunderschöne Umgebung von Senftenberg möchte ich euch heute mal vorstellen. Wer natürlich zukünftige Videos von mir nicht verpassen will, der drückt auf den Abo-Button hier unten unter dem Video und natürlich die Glocke nicht vergessen. Dann seht ihr weitere Videos von mir in der Vorankündigung, beziehungsweise werdet natürlich informiert, wenn weitere Videos von mir online gehen. So, nun also erstmal viel Spaß bei diesem Video und wie gesagt, unbedingt bis zum Schluss gucken, um die ein oder andere Kritiksache nicht zu verpassen. Viel Spaß! So oder so ähnlich hat es vor ein paar Jahrzehnten in dem Gebiet ausgesehen, welches ich euch heute einmal vorstellen möchte. Schwere Braunkohleabraumbagger knatterten und rasselten den ganzen Tag durch die Gegend und sorgten so für ordentlich Lärm, Staub und Unruhe. Züge verbrachten dann die abgebaute Kohle zu den Kohlekraftwerken und versorgten die umliegende Gegend mit Strom und Kohle für die privaten Haushalte und Betriebe. Eine ältere Dame erzählte mir in einem wunderbaren Gespräch, dass damals sehr viele Senftenberger in fleißiger Freizeitarbeit mit Schaufel, Spaten und anderen Werkzeugen ihre Zeit gerne einbrachten, um aus einer Mondlandschaft ein wahres Naturparadies zu erschaffen. Nachdem man die Gründungsarbeit 1968 abgeschlossen hatte, begann man damit, diesen Tagebau zu fluten. Der erste sogenannte Düker, der zunächst als einziger Wasser aus der Schwarzen Elster abpumpte und in den zukünftigen See leitete, ist noch am Ufer des heutigen Sees zu bestaunen. Und das ist er heute, der ehemalige Tagebau Niemtsch, einer kleinen Gemeinde in der Lausitz. Tausende fleißige Hände haben hier ein wahres Wunderwerk geschaffen. Ein Paradies für erholsame Tage, Zeit nach der Arbeit, ein Ort für Inspiration, für Badegäste und, und. Natürlich haben sich hier auch viele Unternehmen, gerade der Tourismusbranche, angesiedelt. Wassersport wie Surfen, Paddeln, Kanu, Segeln gehören heute zu beliebten Freizeitmöglichkeiten. Doch auch Tagesgäste aus dem Umland und natürlich auch Urlauber gehören zu den Besuchern des Senftenberger Sees. Lassen wir doch nun einmal ein paar kleine Impressionen der Gegend auf uns wirken. Hotels haben sich hier ebenso angesiedelt wie Camping- und Wohnmobilstellplätze. Einen, den wir mal ausgetestet haben, stellen wir euch heute einmal vor. Dieser liegt direkt am Ufer des Senftenberger Sees und bietet Platz für 23 Wohnmobile. Bewirtschaftet wird er vom Zweckverband Lausitzer Seen, eine Zweckgemeinschaft öffentlicher Hand. Vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten sich hier und wir haben diese natürlich gern genutzt, dazu aber später. Wir sind nicht das erste Mal hier in der Gegend, nutzten jedoch bis dahin immer nur einen Campingplatz ganz in der Nähe unseres heutigen Vorstellungsobjektes, den Wohnmobilstellplatz Buchwalde am Senftenberger See. Die Anfahrt gestaltete sich diesmal gegensätzlich zu unseren anderen diesjährigen Ausflügen. Es war kalt und regnete. Dies sollte aber jedoch ein gutes Omen sein, wie sich später dann herausstellte.
Die Anfahrt erfolgte über die Bundesautobahnen A20, A11, A10 und A13. Auf der A13 die Ausfahrt 15 in Richtung Klettwitz, Schipgau, Senftenberg, Eurospeedway, Lausitz fahren. Weiter bis zur Abfahrt Senftenberg, dann links ab bis direkt in die Ortslage Senftenberg. Hier wurde unser Navigationssystem auf die Buchwalder Straße 52 eingestellt und brachte uns direkt vor Ort. Das große Schild am Eingang zeigte uns, dass wir richtig waren. Aber nicht nur das, es waren auch weitere Informationen da, zum Beispiel Stellplatz belegt. Darauf waren wir jedoch eingestellt und da wir sowieso erst am nächsten Tag auf diesen Stellplatz fahren wollten, begnügten wir uns mit dem davorliegenden großen Parkplatz. Hier sollten wir jedoch noch eine kleine Überraschung am nächsten Morgen erleben. Es verhält sich hier auf diesem Parkplatz nämlich so, dass das Übernachten im Wohnmobil verboten ist. Obwohl es auf den Parkplatzregeln, also für den privaten Parkplatz, überhaupt nirgendwo geschrieben steht. Wer hier also übernachtet, erhält am nächsten Morgen eine kleine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Diese wird mit 18 Euro Gebühr, also genau der Übernachtungsgebühr des Wohnmobilstellplatzes, geahndet und kann natürlich gleich am Servicebüro entrichtet werden. Gleich am Eingang befindet sich ein Hinweis, dass sich rechts ein Stellplatz nur für Surfer befindet. Dieser ist ausschließlich diesen vorbehalten und nur durch diese zu benutzen. Wer den Wohnmobilstellplatz nutzen möchte, der fährt nach links, denn dort befindet sich dieser. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen reinen Stellplatz, sondern eher um einen Parkplatz, der jedoch auch über Nacht genutzt werden kann. Wer also surfaffin ist, der nutzt diesen. Das soll hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Auch auf dem Weg zum Wohnmobilstellplatz befindet sich rechts die Gebührenordnung für den privaten Parkplatz, der vor dem Stellplatz angesiedelt ist. Hier finden sich Gebühren für Stunden, mehrere Stunden und Tagessätze. Jedoch findet ihr hier keinen, der das Übernachten auf diesem privaten Parkplatz verbietet. Ver- und Entsorgung sind am hinteren Teil und am Giebel des Servicegebäudes untergebracht. Benutzer des Wohnmobilstellplatzes haben hier kostenlos die Möglichkeit, Wasser zu ziehen. Durchreisende bezahlen 2 Euro. Hier im hinteren Teil befindet sich die Kassettenentsorgungsmöglichkeit. Etwas verwundert mich diese Metallkanne, die dazu dient, mit etwas Wasser grob nachzuspülen. Hier würde ich mir für die Zukunft wünschen, einen vernünftigen Anschluss vorzufinden. Gleich hinter dieser Tür befindet sich das Servicebüro. Hier meldet man sich an, erhält seinen Zettel mit Kfz-Kennzeichen und die Dauer des Aufenthaltes. Dieser wird ersichtlich hinter die Frontscheibe gepackt, damit man bei Kontrollgängen auch sieht, dass man berechtigt ist, diesen Stellplatz zu nutzen. Daneben befinden sich Toiletten und Duschräume, getrennt nach Männlein und Weiblein. Rechts die Frauen, links die Männer. An dieser Stelle möchte ich allerdings sagen und betonen, dass diese nicht ausschließlich für die Wohnmobilisten gedacht sind. Diese Toilettenräume und Waschräume tragen Öffentlichkeitscharakter und sind auch für Tagesbadegäste und alle Besucher, die hier entlang gehen, gedacht. Natürlich können Wohnmobilisten diese auch kostenlos mit nutzen. Anmerken an dieser Stelle muss ich jedoch auch, dass ab 20 Uhr diese Räumlichkeiten nicht mehr geöffnet sind. Ansonsten befanden sich diese Toiletten und Waschräume bei unserem Aufenthalt immer in einem tadellos sauberen und einwandfrei funktionierenden Zustand. Für das Duschen sind sogenannte Duschmünzen erforderlich. Diese erhaltet ihr vorne an der Rezeption bzw. am Servicebüro. Vielen Wohnmobil- und Campingfreunden unter euch werden diese Automaten bekannt sein. Hier wirft man seine Duschmarke ein und hat dann 5 Minuten Duschvergnügen für 2 Euro. Ein kleiner Kritikpunkt sei hier angebracht. Die Eingangstür zum Wasch- und Duschraum ist nicht von innen zu verschließen und kann durch jedermann betreten werden.
Das Spülen von Geschirr ist in diesen Räumen strengstens untersagt. Wie man es an vielen Camping- und Wohnmobilstellplätzen gewohnt ist, befindet sich im Eingangsbereich auch eine kleine Informationstafel. Diese gibt Auskunft über Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Lausitzer Seenland. Wie bereits erwähnt, befindet sich vor den eigentlichen Wohnmobilstellplätzen der große Parkplatz. Dieser ist nicht ausschließlich nur für Wohnmobile gedacht, sondern auch für Bade- und Tagesgäste, die hier am Badebetrieb teilnehmen wollen. Wer diesen Parkplatz nutzen möchte, bezahlt seine Gebühren an dieser Parksäule. Ab 20 Uhr ist diese Parksäule gesperrt und es beginnt eigentlich die gebührenpflichtige Ordnungswidrigkeitenzeit. Die eigentlichen Stellplätze des Wohnmobilstellplatzes befinden sich gleich hinter dieser Schranke. Ist diese Schranke geschlossen, signalisiert das Neuankömmlingen, dass alle Plätze bereits belegt sind. In der Hauptsaison keine Seltenheit, jedoch zwischen 10 und 12 Uhr ist hier große Abreise und es werden ein paar Stellplätze jeden Tag frei. Schön übersichtlich befinden sich am Eingang des Stellplatzes die Übernachtungsplatzgebühren. Wie üblich darf man hier 4 Nächte am Stück übernachten. Wie bereits erwähnt, befinden sich hier 23 Stellplätze für 23 Wohnmobile. Die Stellplätze sind parzelliert und groß genug, um sich auszubreiten. Hier mal ein Exemplar, der zur Zeit des Filmens unbesetzt war. Hier seht ihr mal den Stellplatz, den wir zu unserem Aufenthalt gemietet hatten. Groß genug, um die Markise komplett auszurollen, und wir hatten immer noch einen Meter Platz zur Straße. Platz ist also in ausreichender Form vorhanden. Kommen wir nun zum Strom. Die Anschlusssteckdosen für die jeweiligen Stellplätze sind in diesen blauen zylinderförmigen Behältern untergebracht. Die Anschlusssteckdosen sind mit 16 Ampere abgesichert. Fettes Lob, so muss es sein, denn hier könnt ihr auch mal eine Klimaanlage oder einen Föhn anschließen, ohne dass euch die Sicherungen gleich um die Ohren fliegen. Wem ist es aufgefallen? Na, richtig. An diesen Steckern werden normale 230 Volt Schuko-Stecker verwendet. CEE-Stecker, wie wir sie normalerweise kennen, von Camping- und Wohnmobilstellplätzen finden hier keine Anwendung. Die Strompauschale für einen Tag beträgt hier 3,50 €. Das war es einmal kurz und kompakt zum Wohnmobilstellplatz in Buchwalde. Kommen wir nun noch zu dieser wunderschönen Gegend, die ich euch einmal grob vorstellen möchte. Wie ihr es von uns kennt, haben wir natürlich immer unsere Fahrräder dabei, denn nichts ist so schön wie mit dem Rad durch die Natur zu radeln. Wir haben diese Runde schon öfter um den See gemacht und es ist jedes Mal aufs Neue wieder schön. Eine Seerunde umfasst 18 Kilometer und führt durch die Gemeinde Großkoschen und Niemsch, nachdem der Tagebau benannt ist. Los geht es also, ein kleiner Tipp für die Leute, die diese Gegend gern einmal besuchen wollen. Und die Runde einmal fahren, fahrt bitte im Uhrzeigersinn. Nach Aussage der guten Frau vom Servicebüro ist das die angenehmste Umrundung und da muss ich ihr recht geben. Die Fahrradwege sind sehr vorbildlich gestaltet und befinden sich in einem ausgezeichneten Zustand. Keine Buckel, keine Löcher, extrem schönes Dahingleiten ist hier garantiert. Die Wege sind teilasphaltiert oder aber zumindest gepflastert. Ab und zu befinden sich auf der Strecke ein paar wunderschöne Aussichtspunkte wie diese Brücke hier in Großkoschen. Man hat von hier aus einen fantastischen Blick auf den See und die umliegende Natur. Auch sind in gewissen Abständen immer wieder Rastpunkte entstanden. So kann man öfter pausieren, sich an der wunderschönen Umgebung erfreuen und dabei ein Getränk, ein Eis oder ein Mahl zu sich nehmen. Nach ungefähr einem Drittel der Strecke beginnt dann der Waldteil, so nenne ich ihn mal. Hier befindet sich auch der Eingang zum Campingplatz Familiencamp am Senfenberger See. Ansonsten ist der Waldabschnitt ein wahrer Naturerlebnistraum. Im Sommer bietet er Schatten und in der Übergangszeit Schutz vor dem ein oder anderen Regenschauer. Um eine wahre Attraktion handelt es sich bei diesem Objekt, dem Schiefen Turm, einem Aussichtsturm am Südufer des Senfenberger Sees. Dieser ist 31,5 Meter hoch und besitzt 10 Grad Neigung.
Damit ist er schiefer als der schiefe Turm von Pisa. Eine tolle Aussicht ist hier auf den Senfenberger See und den naturgeschützten Inselkomplex garantiert. Natürlich bietet diese Runde auch einige Möglichkeiten, ein Bad zu nehmen, wie die, die ich hier gefunden habe. Bisschen baden. Mein Ziel war es eigentlich, euch einmal die sehr gute Wasserqualität, zumindest visuell, ein wenig näher zu bringen. Sehr gut ersichtlich ist hier die Klarheit des Wassers. Es ist möglich, bis in einer Tiefe von 5 Metern den Gewässerboden genau zu beobachten. Ein kleiner Tipp von mir ist dieser Eisladen, welcher von einem Italiener betrieben wird. Italienisches Eis ist ja von jeher für leckere Variationen des kühlen Genussmittels bekannt. Wir haben uns hier mal je eine Portion bestehend aus verschiedenen Geschmackskugeln gegönnt. Groß kreierte Eisbecher gibt's nebenan im Restaurant. Ahoi am Stadthafen von Senftenberg. Viele Senftenberger und touristische Besucher sind begeistert von dem neuen Anziehungspunkt am Senftenberger See, dem Stadthafen. Er besticht durch sein modernes Ambiente und den großzügigen Raum zum Flanieren. Die markante Seebrücke ragt 80 Meter auf den See. Von Dezember 2010 bis April 2013 wurde dieser wunderschöne Hafen erbaut. Am 23. April 2013 wurde er eröffnet. Es entstand eine Marina mit über 100 Boots- und Liegeplätzen, eine 80 Meter lange schwimmende Seebrücke und ein Hafengebäude. Dieses beinhaltet unter anderem Bars und Restaurants. Sollte einen einmal das Seemannsfieber packen oder Sehnsüchten auf Entdeckertour zu gehen, der hat selbstverständlich hier die Möglichkeit. Für einen Stunden- oder Tagespreis kann man sich für sein eigenes Abenteuerschiff, für sein Boot entscheiden und chartern. Da wir selbst Hundebesitzer und Liebhaber sind, hier zum Schluss noch ein kleiner Tipp für alle, die mit ihren geliebten Fellkindern anreisen. Natürlich bieten sich auch hier am Senftenberger See viele Möglichkeiten, mit seinen Lieblingen baden zu gehen. Eine davon seht ihr hier, der sich in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes Comfort Camping befindet. So, wie versprochen, jetzt von mir nochmal ein kleiner Anhang mit vielleicht 1, 2, 3 Kritikpunkten, die ich zu diesem Stellplatz noch sagen kann. Zum Ersten. Was ich also absolut blöde finde, ist diese Ovi-Sache, denn auf diesen Schildern ist nirgendwo der Hinweis vermerkt, dass das Übernachten dort verboten ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist noch niedergeschrieben, dass sich die Übernachtungsgebühren laut Aushang, dass man die Übernachtungsgebühren im Aushang findet. Den Aushang findet man natürlich auch vorne in dem Eingangsbereich des Servicebüros. Gut, das dazu finde ich, wie gesagt, nicht gut, denn es kriminalisiert immer den potenziellen Urlauber. Der könnte dadurch verschreckt werden, findet sich da so ein bisschen, wie gesagt, auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch um die rechtlichen Bestimmungen des Übernachtens auf öffentlichen Parkplätzen. Aber wie gesagt, das irritiert etwas, das auf dem Schild steht. Übernachtungsgebühren richten sich nach dem Aushang. Gut, Punkt, das dazu. Zweite Sache ist die Sache mit der Alukanne an der Entsorgung. Leute, dieser Platz ist fast perfekt. Warum kann man da nicht einfach einen Durchbruch machen mit einem genau das gleiche System wie beim Befüllen des Trinkwassertankes der Wohnmobile? Warum kann man da nicht ein System unterbringen, was ein bisschen dazu dient, die Kassetten zu spülen? Verstehe ich nicht. Warum muss man das so umständlich machen? Das Ganze mit einer Alukanne, dann noch eine Alukanne, die per se schon eigentlich schwer ist, als Lösung anzubieten, finde ich nicht gut. Vielleicht finden wir da in Zukunft mal eine kleine andere Möglichkeit, wie wir das Problem hinkriegen könnten. Würde mich persönlich sehr freuen. Dritte Sache, die unbedingt erwähnt werden muss, sind die Sache mit den Toiletten. In vielen Bewertungen wird das bemängelt. Das ist richtig, die Toiletten sind ab 20 Uhr gesperrt, da kommt ihr nicht rein. So auch die Duschen. Aber man darf nicht vergessen, diese Toiletten sind nicht ausschließlich für die Wohnmobilisten gedacht, sondern für die Allgemeinheit, das heißt auch für Badegäste und Tagesgäste, die dort am Badebetrieb natürlich teilnehmen
und sich da also erfreuen für Wanderer, für Fahrradfahrer. Die können das also alles mit benutzen. Also nicht ausschließlich für Wohnmobilisten gedacht. Wir dürfen diese nur kostenlos mit benutzen. Dusche hatte ich beschrieben. Gut, dann gibt es noch eine Sache, die ich unbedingt erwähnen möchte. Und das ist die Sache des Diebstahls von E-Bikes und Fahrrädern. Während unseres Aufenthalts ist bekannt geworden, dass 2-3 Tage vorher dort ein solches Diebstahlsereignis stattgefunden hat. Man ist also durchgezogen und hat einige Pedelecs und einige Fahrräder, obwohl diese angeschlossen waren, entwendet. Hat die dann wohl im Vorderbereich nicht richtig auseinandergekriegt und hat dann Teile davon entwendet. Ich habe mir Folgendes überlegt. Es gibt 2 Möglichkeiten, die funktionieren könnten. Entweder ihr baut eure teuren Fahrräder oben wieder auf den Fahrradgepäckträger jeden Tag an. Entschuldigung. Baut diese, wie gesagt, jeden Tag an. Oder aber zumindest, und so habe ich es gemacht, ich habe sie hinten im Bereich hingestellt, habe sie dann mit einem Fahrradschloss am Fahrradgepäckträger befestigt. Und gut, es hat während dieses Aufenthalts keine Diebstahlshandlung gegeben an diesem Platz. Aber ich habe mir so überlegt, das könnte funktionieren, denn wenn jetzt einer dabei geht und popelt die Dinger hinten vom Heckgepäckträger ab, das könnte für unwahrscheinlich Unruhe sorgen und für Lärm sorgen. Und das könnte euch mit Umständen erwecken. Und das weiß natürlich auch der Täter. Deswegen mein Hinweis, mein Tipp, das so zu handeln. Gut, okay, das war's. Ansonsten, wie gesagt, Leute, eine fantastische Natur. Wer in der Nähe ist, dem ist angeraten, das Ding unbedingt mal zu besichtigen. Mit dem Ding meine ich natürlich die gesamte Umgebung des Senftenberger Sees. Nimmt Großkoschen. Großkoschen und Senftenberg natürlich. Senftenberg selber bietet eine wunderschöne Architektur, ganz im Lausitz-Stil, so wie die ganze Lausitz im Altstadtbereich aufgebaut ist. Dort findet ihr zum Beispiel einen fast fantastischen Eisladen, den habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, das würde das Video zu lang werden. Und viele andere Sehenswürdigkeiten, das ist natürlich nicht der Besuchermagnet, die Stadt von Senftenberg, obwohl doch sehr schön anzuschauen, denn der Besuchermagnet, wie ich im Video schon gezeigt habe, ist natürlich der Senftenberger Hafen. Gut, okay, dann soll es das dazu gewesen sein. Wem dieses Video gefallen hat, der gibt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, dann werdet ihr informiert, wenn weitere Videos von mir online gehen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, liebe Leute, bleibt mir gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns auf dem einen oder anderen Camping- und Stellplatz. Wir für uns fahren am Wochenende wieder. Das werde ich natürlich nicht verraten. Das seht ihr, wenn das Video fertig ist. Gut, bleibt mir gesund. Bis dahin sage ich ciao, ciao, euer Jens.